wunderschöner Herbstmorgen in Dernten am Fuße des Hochkönigmassivs. Auf dem Schneckhof geht es schon wieder recht beschaulich zu, sind die Kühe doch bereits gemolken und die frische Bio-Rohmilch wartet nur darauf, verarbeitet zu werden. Normalerweise wird das weiße Gold an die Salzburgmilch geliefert, aber heute ist das ein wenig anders. Vor dem Stallgebäude steht nämlich nicht ein großer Tankwagen, sondern das Pinzka-Kasmobil, ein österreichweit einzigartiger Prototyp. Ja, ich biete den Landwirt an, dass er von seiner eigenen Milch kann er seinen eigenen Kas machen. Also ich komme auf den Hof, brauche von Landwirt nur Wasser und Strom und sage dann seine Milch ab in meinen Kessel. Haben sie 800 Liter Platz und Käse dann vor Ort bei ihm und fahre dann bitte 12 Leibe zu mir heim, reift die dann und dann kriegst der Landwirt wieder retour. In der mobilen Käserei entsteht ein echtes Naturprodukt aus reiner Rohmilch. Die Milch wie das Krim von der Kuh, so mehr zur Arbeit, kommt ein bisschen Kultur dazu und das Biolab und mehr kommt nicht. Hinten auch beim Anfüllen kann ich noch gewisse Kräuter oder Boxhornklee, Pfeffer, Chili, so Sachen dann noch reinmischen. Aber sonst ist er total natürlich, ja, kommt nichts dazu. Diese innovative Idee hat auch die Betreiber der übergossenen Alm schnell überzeugt. Seit Jahrzehnten bezieht der Hotelbetrieb nämlich schon die Milch vom Schneckhof. Und nun hat man damit auch die Möglichkeit, Käse für die Hotelgäste zu erzeugen. Der Fokus des Hotels, so weit wie möglich mit regionalen Produkten zu arbeiten, ist damit um ein weiteres Kapitel reicher. Regionalität, ich glaube, wir sind da im richtigen Raum. Das ist die erste Küche gewesen vor über 50 Jahren. 1964 haben wir da angefangen und aus dem heraus ist der Betrieb gewachsen. Und der Betrieb kann nur wachsen, wenn er sozusagen eine Geschichte hat, wenn er einen Ort hat und eine Region hat. Und so ist das Ganze Stück für Stück gewachsen und mir ist lieber, wir haben unsere Produzenten und unsere Produkte, die wir kennen und wo wir einen Bezug haben. Und es gibt doch nichts Besseres, als dass ich von der Kur über den Bauernhof, über die Milch, über den Kas, über viele Kooperationen, wo ich sage, wir stärken uns ja gegenseitig und stärken unseren Ort und stärken unseren Lebensmittelpunkt. Und um das, glaube ich, geht's. Der Käse aus dem Pinzka-Kasmobil, von dem ja gleich drei regionale Partner profitieren, nämlich ein Bauer, ein Lohnverrechner und ein Tourismusbetrieb, passt in diese Philosophie natürlich perfekt hinein. Für die Gäste hat das einen riesigen Mehrwert. Es ist ja für die Gäste auch gewaltig, wenn dir am Abend am Käseteller oder Käseplatte zur Nachspeise nimmt und die wissen, der Kas ist von der Milch gemacht, die was gerade gegenüber vom Hotel auf der Weide grasend. Also regionaler und nachhaltiger zum Gast geht es ja fast gar nicht mehr, wie wir das jetzt machen. Wenn Landwirtschaft und Tourismus zusammenarbeiten, stärkt das die ganze Region. In dieser Hinsicht gibt es aber noch jede Menge Luft nach oben. Für mich ist das einfach deswegen so wichtig, weil wir dann uns als Region geschlossen präsentieren können. Das machen wir mit den Skiverbindungen, mit den Liften, machen wir das alles. Ich finde, mit den Lebensmitteln machen wir das nicht so stark. Und das wird jetzt immer mehr. Man merkt einfach, es wird wichtiger. Und ich finde einfach, wir haben eine herausragende Qualität, was Fleisch angeht, was Käse angeht. Und das wird man auch dementsprechend präsentieren. Alleine schon der Umstand, genau zu wissen, wo die Produkte, die man verarbeitet, herkommen, ist für die Gastronomie von unschätzbarem Wert. Man hat einfach was, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Man kann sich auf das Produkt verlassen. Es ist, wenn man schon im Ausland gearbeitet hat, wie es war, dann kriegt man zwar einen Topfen, aber man weiß nie, ob das immer die gleichbleibende Qualität ist. Und das haben wir einfach bei uns nicht. Das ist, jedes Rezept stimmt, weil es auf das anpasst ist und weil die Produkte einfach dementsprechend gut sind. Mit dem Pinzka-Kasmobil ist dieser Regionalitätsgedanke um eine weitere Facette reicher. Zudem ist es ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig neue innovative Ideen sind. Und das gilt ganz besonders auch für die Landwirtschaft. Salzburg schmeckt.